Ich bin Sandra, 32 Jahre alt und lebe am liebsten mein Leben. Meine Freiheit haben. Ich wollte lernen, wie ich mich von Fesseln befreie, wie ich Manipulation erkenne und wie ich mein Leben frei leben kann und mir nie wieder Fesseln anlegen lasse. Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen, weil ich hier auch gelernt habe, wie ich mit diesen Werkzeugen auch weiter arbeiten kann. Ich habe gelernt, dass ich keine Therapie brauche, sondern nur mich selbst. Und davon bin ich halt nicht ausgegangen, dass man das kann. Knoten zu lösen, den Keller aufzuräumen, ein bisschen, soweit es geht. Ja, das waren meine Erwartungen. Ich habe halt eine schlechte Erfahrung gemacht, eine Ausbildung, wo Manipulation stattgefunden hat und wollte jetzt auch einfach den Vergleich lernen. Wo liegt der Unterschied, wenn man manipuliert wird und wo man nicht manipuliert wird, wo es wirklich um ein Selbst geht? Sehr heftig. Also die haben schon voll eingeschlagen und haben mich sehr viel weitergebracht und man ist dann doch auf Dinge gestoßen, was man sich nie hätte vorgestellt, dass da noch Knoten sind oder Probleme noch sind. Definitiv.